So, dann herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Folge von BattleTech. Die Kampagne. Das ist auch nochmal so eine Hauptmission. Repräsentant der LFP. Die Liga der freien Prospektoren dankt Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Wir sind Bergarbeiter, keine Soldaten. Wir können diese Bastarde nicht allein bekämpfen. Dafür bezahlen sie uns schließlich, keine Sorge. Wir bringen ihnen ihre Plattform zurück. Es geht hier nicht darum, dass wir uns das nicht zurückholen, was rechtmäßig uns gehört. Majestic Metals hat beim Überfall auf unsere Adern hunderte unserer Leute umgebracht. Sie sollen für das bluten, was sie getan haben. Commander, die feindlichen Streitkräfte haben zwei Bergbauplattformen der LFP. Die erste trägt die Bezeichnung Alpha. Dort befindet sich auch der Geschützturmgenerator. Gehen Sie zügig vor, schalten Sie ihn aus. Mit diesem Geschützturm ist nicht zu spaßen. Neutralisieren Sie sie so schnell wie möglich. Auf Landeplattform Bravo befindet sich der Sicherheitsturm der feindlichen Streitkräfte. Zerstören Sie diesen und wenn Sie einen Mech zur Verteidigung schicken, schalten Sie diesen ebenfalls aus. Danach kehren Sie einfach wieder zurück und wir holen uns unsere Kohlen. Stimmt, ich bin bereit. Warte darauf, den Transfer zu bewilligen. Und jetzt los, Commander. Treffen Sie diesen Konzernschwein da, wo es weh tut. Wir werden das Spektakel von hier aus verfolgen. Tja. Unser erster Auftrag. Weil wir sind, wie man sieht, immer noch da drinnen. Ah, stimmt. Mal kurz Max vorstellen. Was haben wir denn? Okay, den erkenne ich. Das ist ein Blackjack. Das ist ein Vindicator. Das ist ein Shadowhawk. Jawohl. Ja, das ist ein Shadowhawk. Ja, da kam gerade die Warnung. Wir befinden uns innerhalb der irgend so ein Sicherheitsgebiet. Wenn wir nicht wegziehen, werden sie uns platt machen. Hier wird nochmal gezeigt, die Anzeige, innere Struktur und Panzerung. Fällt die äußere Panzerung auf 0, ist Feierabend. Fällt die innere Struktur auf 0, ist auch Feierabend. Angriffswinkel, Rückentreffer und Zielindikator werden da berechnet, bla bla bla. Ich lese sowieso nicht durch, weil ich bin ein Tutorial-Hasser. Ich hasse Tutorials. Zwei Max. Sensorlock ist böse. So, ranspeeden. Kann ich zwar nicht schießen, aber ich komme zumindest dran. Okay, zwei Max. Ach ja, ich habe hier jetzt einen Spider-Mac. Das ist ein Light-Mac. Der hat nahezu null Panzerung. Sieht man auch in Lebenspunkten, 720 Lebenspunkte, 680 Lebenspunkte und Decker mit 200 Lebenspunkten. Das ist nicht viel. Aber naja, man tut, was man kann. So, der Vindicator geht nach oben. Und der Bärmuff rennt auch nach oben mit ihrem Shadowhawk. Shadowhawk ist schon wirklich ein cooles Teil. Der Vindicator ist auch ein cooles Teil. Das weiter jetzt nicht unbedingt, aber das passt schon. So, Gegner ist am Zug. Ich muss ganz schnell die Generate zerstören. Alles, was ich an Ausweichen hatte, nehmen die gerade weg. Das heißt, die Dinger treffen. Teilweise. Zwei Ausweichen noch. Oh, Shadowhawk hält das aus. Ja, die Raketen sind übel Langstreckenraketen. Die machen zwar nur ein bisschen Schaden, aber durch die Masse, alles auf die linke Seite, das könnte wehtun. Oh, jo. Uiuiui. Ja, von wegen 280, das sind noch 240 Lebenspunkte. Das ist nicht viel. Oh, hier haben wir Wald. Wald ist gut. Da kriegen wir 20% weniger Schaden. Hin mit dem Spider. Der ist auch klein, sieht man ja. Aber er ist halt flink. So, jetzt können wir mal gucken, was wir hier haben. Das ist auch ein Spider. Ein Kommando. Und hier ist ein Geschütz zum Generator. Den holen wir uns als erstes. 55%. Denn die Geschütze müssen weg. Die Geschütze müssen weg. Nahkampf. Vom Kommandobot. Innere Struktur. Das ist alles nicht gut. Das muss ich alles so schnell wie möglich ausschalten. Das Tolle ist, die Strategien ändern sich dann später auch. Jetzt am Anfang kämpfen wir mit Light und ein paar Mets. Und später hat man dann schwere bzw. überschwere Mechs.
sieht das alles dann ganz anders aus. Ne? So, zuerst dahin. Zuerst schalten wir den Geschützturmgenerator aus, damit alle Geschütze Platz sind in dieser Gegend. Feuerfrei. Alle Geschütze down, sehr schön. Und jetzt ganz schnell die Mechs ausschalten. Kann man springen? Jawoll. So, das Springen ist eine tolle Sache. Problem, es erzeugt auch Hitze. Wir sind im Biotom Wüste, aber da gibt man nur 85% Wüste ab. Das ist ganz schlecht. Sensoren gestört, 2 Schwierigkeit für alle Angriffe. Diese Einheit bis zur nächsten Aktivierung. Na, klasse. Okay, ich würde sagen, holen wir uns erst den Kommando. Machen einen Präzisionsschuss. Ne, wir machen einen Präzisionsschuss auf den Spider, weil der ist schneller. Kommen auf 80%. Schön auf der Mitte, 33%. Vielleicht treffen wir. Hitzeentwicklung geht hoch. Feuer frei. Kaum Schaden. Guter Treffer, an für sich. Aber ein K.O. wäre lieber gewesen. So, Behemoth ist dran. Und dem fehlt jetzt hier ausweichen. Weiß nicht, sollte man schon ein bisschen besser treffen. Aber auch sie hat so einen Sensorlock. Ach, Langstreckenraketen gehen aus. Alles drauf, er kann nicht ausweichen. 55 bis 65%. Besser als Linksfeuer. Die geht daneben. Auch Miss. Das Ding haben wir aber dahin zerstört. Ins Hut. Weil dafür sind die Kleinen nämlich ganz gut. Umherlaufen und dann von hinten drauf feuern. Oh, Querschläger. Er möchte beschädigen. Hat er auch. Da greift er komisch an. Okay, erst hier Raketen, dann hier drauf und da. Er hat aber kein Ausweichen. Hier kriegt man ein Ausweichen und sind noch geschützt durch. Und wir zeigen ihm die Front. Spider, wir gehen weiter auf den Spider hier. 2 mittlere Laser, feuerfrei. Ah, einer geht daneben. Einer geht daneben. Das ist nicht gut. Okay, Spider läuft nicht allzu weit, das ist gut. Weil das Problem mit solchen Missionen ist, geht was kaputt, muss ich es bezahlen. Am Robert. So, mal kurz überlegen. Wir sind ziemlich nah dran. Er hat 2 Ausweichen hier. Dann Nahkampfangriff und hoffen, dass wir das Ausweichen ziehen, damit der Spider erstmal raus ist. Links außen zerstört. Spider steht aber noch. Das ist aber auch ein echt enges Gebiet hier. 74. Nicht BMF, sondern Glitch von oben. PBK trifft nicht. Langstreckenketten auch nicht. 2 Laser. So ein Laser macht ja um die 25 Schaden. Das ist zu wenig. Das steht ja immer noch. Innere Struktur, noch nicht mal die äußere beschädigt. Ah, Pilot verletzt kurz vorm Sturz. Ah, komm, Shadowhawk. Angriff, Nahkampf. Jawoll, Mac zerstört. Spider ist raus. Das hat was mit Gewicht zu tun. So ein Spider wiegt so um die 20, 25 Tonnen. Und der Shadowhawk kommt so auf 50. Also wiegt fast das Doppelte. Kommando bewegt sich. Ah, fieser seitlicher Treffer. Okay, jetzt erst Dagger. Kommt dran, kriegt 2 Ausweichen hier. Hier vorne wären es 3. Hier sogar 5. Entfernung. 5 Ausweichen ist immer gut. Kann man ja eh brauchen. Braun nur Tarnfarbe gefällt mir gar nicht. Haben wir einen Präzisionsschuss? Haben wir. Aber heben wir uns mal auf, damit hier die Entschlossenheit drauf geht. Aber hier Torso schon von unserem Mech stark beschädigt. So, das Ausweichen ist hier gezogen. Er hat kein Ausweichen mehr, er hat nur noch Deckung. Können jetzt alle drauf feuern. Unten läuft ein... je. Jemand mit Langstreckenraketen. Wärmetausch zerstört. Das ist nicht gut.
Das wird nicht nur teuer. Und Reparaturkosten. So, wir gehen mal in den Wald für 20% weniger Schaden, den wir einstecken. Wir können ja immer noch austeilen auf den. Er hat keine ausreichend 70% mit etwas Glück ein. Komm, K.O. Daneben. Daneben. Struktur freigelegt. Ah. Trefferquote ist noch nicht ganz so hoch von den Piloten. So, ein Glitch ist dran. Springt mal gleich dahin, damit wir da hinten seitlich rankommen. Weil solange wir aufgedeckt sind durch den Kommando, kann da hinten der Kollege mit Langstreckenraketen schießen und das gefällt mir gar nicht. PBK ran. 35% PBK und Laser, feuerfrei. Rechts außen zerstört, rechtes Torso zerstört. Fehlt also ein Arm und Torso, kann man da sehen? Ja, da. Da liegt der Arm. Waffensystem ist down. Kurzschreckenraketen 4, er hat aber noch eine 6er. Biermov, macht ihn jetzt bitte platt. Wie fährt er noch? 67, come on. Wenn die, der macht ja 25 Schaden, der macht ja 8x2. Das muss alles treffen. Präzisionsschuss, damit das Ding raus ist, come on. Ah, Miss, auch Miss. Und der kassiert 20% weniger. Hier wird nochmal schnell die Wärme erklärt, die Hitzeentwicklung. Wie man die unterhalten kann. Das hier sind bestimmte Effekte, wie Sturzschaden. Er schafft er nicht. Aber er schafft es zumindest ein weiteres Waffensystem auszuschalten. So, jetzt ist der Kommando dran. Entweder haut er ab oder er macht Nahkampf. Eins von beiden. Aber er schießt immer noch seine Raketen. Auf den Spider. Gefällt mir gar nicht. So, Glitch. Der hat so viele Ausweichen, deswegen Nahkampf. Jetzt geht. Hm, was ist das jetzt hier? Nee, zurück. Hm. Was ist das jetzt hier vom Menü? Das geht gar nicht. Ist egal, feuerfrei. Kann ich irgendwie. Feuer. Mac zerstört. Gegner ist blind, kann uns nicht sehen. Wir können laufen, abkühlen und uns mal schnell formieren. Ja, haben wir gesehen. Glitch. War sehr gut. Was haben wir denn unten? So, hier soll ich jetzt den Turm zerstören? Da laufen wir. Geht da nicht so, ne? So, Gegner haben wir zwar ausgemacht, wissen aber noch nicht, was für ein Gegner das ist und wie. Den Turm da soll ich zerstören. Das Logo gefällt mir auch nicht so richtig. Aber das können wir ja nachher alles ändern. Fahrzeug. Scheint auch ein Fahrzeug zu sein. Beim Mech sieht so aus. Ist bestimmt ein kleiner Mech. So ein Spider oder sowas. Hier gekühlt. Mac kommt ran. Zuerst Glitch im Sprint, damit es rankommt. Und hier die Hitze. Die Hitze ist gigantisch. Geht jetzt aber runter. Irgendwann von unten ist ein Langstreckensystem. Das weiß ich. Hat ja vorhin schon geschossen. So, man betrachtet. Sonntag, ja, sauber. Da sehen wir schon mal den ersten Mech. Und haben wir da? Shadowhawk. Hat aber keine Ausweichen. Hat nur 1. 80% kommen. Das sitzt feuerfrei. Oh hier, Hitze. Geht gigantisch nach oben. Ah, wird alles getroffen und Gegner nicht. Solange Fahrzeuge unten sind, ist kein Thema, da würde ich sagen, da geht Beamoff nach unten.
tummelt sich dann da unten um die ganzen Fahrzeuge. Schießt auch mit Langstreckenraketen nach oben. Dann haben wir drei Mechs für oben, die sich um einen kümmern. Und ein Mech, das sich um zwei Fahrzeuge kümmert. Langstreckenraketen, 70% feuerfrei. Ist minimaler Schaden, aber immerhin etwas. Problem ist jetzt Decker. Hier kann man sehen. Hier kann man sehen. Das sind wir aber ohne Deckung da draußen. Können ihn aber 50 Schaden reindrücken. Und wir leben von, ja, 20 internen Struktur. 20 Panzerung. Langstreckenraketen kritisch. Scheint aber noch aktiv zu sein, schätze ich mal. Man stand ja nicht da zerstört. Uiuiui, das war knapp. So, jetzt erst Klitsch. Da die anläuft, schießt sie da hinten mit Langstreckenraketen. Die Vindicator sieht wirklich cool aus, finde ich. Mit seinem Jetpack da hinten drauf. Da kommen sie schon. Geht alles daneben. Zumindest ein Ausweichen weg. Ist zumindest ein kleiner Vorteil. Zuerst Behemoth. Behemoth sieht unten das Fahrzeug noch nicht und kann mit Langstreckenraketen nach oben schießen. Sehr, sehr schön. Das funktioniert. Dann geht auch das Ausweichen weg. So, jetzt habe ich nur noch das Problem mit der Hitze. Was sind das hier unten? Skorpion? Ui, das ist hier explodiert. Habe ich Glück gehabt. Ein Ausweichen weniger. Okay. So, X-Sonders dran. Ich könnte jetzt Nahkampf machen. Oder feuern. Muss man ein bisschen die Reichweite da ein bisschen im Auge behalten. Ja, so sieht gut aus. So, Hitze wäre gigantisch. Also ein bisschen was abschalten. AK-2 bringt kaum. So, zwei Laser, das heißt zweimal AK. Obwohl ein, wir nehmen einen, weil das zweite ist ja Käse. Oder doch? Weil das zweite geht immer daneben irgendwie, oder? Gucken. Eins trifft. Zwei gehen daneben, oder? So, Decker ist dran. Kann von hier oben schießen und hat noch Deckung. 20% weniger Schaden, sehr schön. Feuerfrei. Shadowhawk steht noch. Und bei mir qualmt's. Shadowhawk geht in Nahkampf. Struktur freigelegt. So. Na, wo ist Behemoth? Da ist Behemoth. So, Fahrzeuge schalten wir aus im Nahkampf. Weil das ist am coolsten, weil so ein Fahrzeug hält nichts aus, wenn da was drauf tritt. Sieht ungefähr so aus. Bam! So, ein Fahrzeug weniger. Nice. Scorpion kommt, ist noch nächste Runde auch down. Bleibt nur der Shadowhawk und das Türmchen. Also kein großes Problem. Jetzt erst Glitch. Glitch geht ran. Mit dem Vindicator. Prozent bei der PPK, Langstreckenraketen gehen raus, mittlerer Laser, feuerfrei. Jawoll, Sturz. Rechts außen, Torso und das Bein. Shadowhawk down. So muss es sein. So, jetzt können wir uns mal richtig abkühlen, indem wir mal drauf treten hier im Nahkampf. Naja, ein bisschen interne Struktur. Aber er steht halt noch. Oh. Decker im Spider beschießt schon mal den Tower.
Ist schon mal beschädigt. Oh, finden sie zusammen. Nice. Hatten es beide verfehlt? Ich bin dran. Erstes X-Mann. Der noch mal drauf tritt hier. Das sind 114 Lebenspunkte. Come on. Immer Hitze geht dann wirklich runter. Jawohl. Pilot kampfunfähig. Oh, die sagen gerade, wir sollen zurück. Jetzt gibt es nämlich Gola. Effekte Moral. Genau, jetzt wurde kurz das System da erklärt. Das ist aber relativ. So. Beamoff nimmt noch schnell das letzte Fahrzeug, wenn es geht, auseinander. Jawohl, also im Nahkampf. Ja, man sieht schon, welche Richtung ich gehe. Als Nahkämpfer werden wir hier rumspazieren. Struktureffekte, genau, Schrott. Werden beide Beine oder der Kopf eines Mechs zerstört. Der mittlere Torso jedoch nicht, können mehr Mech-Schrottteile gesammelt werden. Also wenn ich Beine oder ein Kopf habe, der Kopf ist so verdammt schwer zu erwischen. So, dann laufen wir schnell zurück. Und hier das weiter. Die längste Strecke läuft ja rasend schnell. Ich hasse es, Missionen zu unterbrechen. Ich hasse es wirklich. Aber ich muss es hier an der Stelle leider machen. Weil ich wollte zwar 30 Minuten Parts machen, aber das dauert mir dann zu lange mit Hochladen. Deswegen, ich bleibe nur bei 20. Bedanke mich bei allen, die da waren. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet ein dann zur nächsten Folge. Oder generell zu öfteren. Lasst da ein bisschen Kritik da. Oder gebt ein bisschen Feedback. Wäre ganz angenehm. Und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, wieder hören. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.